Aber, frage ich Sie, wer hilft eigentlich den gebeutelten deutschen Pharmaherstellern? Die zittern vor Medikamentenkopien aus Asien, die ihnen mit unnötig fairen Preisen das Geschäft vermiesen. Unser Reporter Martin Sonneborn ist diesem Skandal mal auf den Grund gegangen. Liebe Patienten draußen an den Bildschirmen und an den Hörgeräten, ich besuche jetzt einen der führenden Pharmalobbyisten des Landes. Einwerfen werde ich vorher ein paar Ibuhexal 400 akut, ein paar Beta-Blocker und das ein oder andere Sedariston-Konzentrat, Tabletten im Werte von 32,95. Wir gehen rein. Wie geht es der Pharmaindustrie in Deutschland derzeit? Also, wenn ich mit der Generika-Industrie, für die ich tätig bin, anfangen darf, ist die Lage außerordentlich angespannt und außerordentlich schwierig. Das liegt an den Rabattverträgen, die die Leistungsfähigkeit der Industrie aufs Äußerste beanspruchen und dafür sorgen, dass die Bäume bei uns nicht mal mehr in den Himmel wachsen, sondern dass wir mit ganz erheblichen Problemen zu kämpfen haben. Wir müssen versuchen, das positiv darzustellen. Wir müssen versuchen, es kurz darzustellen, sonst versteht das keiner. ZDF, Sie wissen, da sind Sie der jüngste Zuschauer wahrscheinlich. Wir brauchen es einfach ein bisschen. Müssen wir davon ausgehen, dass wir demnächst mit chinesischen Billigtabletten versorgt werden? Patentfreie Arzneimittel können ohne weiteres nachgeahmt werden. Und hier braucht man häufig kein... Nee, das darf ich auf keinen Fall sagen. Was wollen Sie auf keinen Fall sagen? dass viele Produkte eben relativ einfach herzustellen sind und... Das wäre etwas zu gefährlich, glaube ich. Nein, das ist nicht. Wir wollen ja ein positives Bild darstellen. Das dürfen Sie auf keinen Fall sagen. Sagen Sie was anderes. Was sagen Sie einem Apothekengänger, der zu einer chinesischen Billigtablette gegen Kopfschmerzen greifen will? Wenn dieses Arzneimittel in Deutschland auf dem Markt ist, entspricht es bestimmten qualitativen Mindeststandards. Das heißt jetzt nicht, dass, wenn das Arzneimittel billig ist, dass es schlechter ist. Entschuldigen Sie, wollen Sie das wirklich sagen? Ja, was dürfen wir was anders? Ich würde an der Stelle sagen, Trinksfurt, er ist in die Apotheke gegangen, hat es nicht übers Internet bestellt. Muss man sagen, über die gesicherten, legalen Vertriebswege erlangte Arzneimittel sind sichere Arzneimittel. Werde Ihnen das reichen? Wenn Sie es... Denn ansonsten, das ist die Wahrheit. Produkte, die aus Indien, China kommen, hier auf den Markt kommen, sind entsprechend den qualitativen Standards, die wir auch haben. Aber das wollen Sie nicht sagen jetzt. Das möchte ich ungern sagen. Deshalb habe ich ja abgebrochen. Ja. Okay, machen wir es über den Weg. Ja. Was sagen Sie, Herr Schmidt, jemandem, der in einer Apotheke zu einer chinesischen oder indischen Billigkopie eines Präparats greifen will? Ich würde ihn vor allen Dingen dazu beglückwünschen, dass er den Weg in die Apotheke überhaupt gefunden hat und nicht über das Internet an möglicherweise noch preisgünstiger Artikel rankommen will. Eins ist klar, Tabletten müssen teurer werden. Ich nehme noch eine Handvoll Ibuhexal 400 akut und gehe dann mit Herrn Schmidt ins Borchardt Austernessen.